Aluga. Nähmaschinen Review. Let's go. Das sieht aber nicht so aus, als sollte man das trinken. Okay, Nummer 1, Nummer 2, Bedienungsanleitung. Okay, so. Okay, wir haben Nebelfluid, die Nebelmaschine, Stromkabel und ein Steuergerät mit Verlängerungskabel. So, das ist hier die N900 Nebelmaschine von Elektron, auch von der gleichnamigen Firma Elektron, zur Verfügung gestellt. Wir wollen mal gucken, inwieweit sich bestimmte Stimmungen oder Ähnliches mit Licht und Nebel gemeinsam erstellen lassen können und warum es sich wirklich lohnt, so eine Nebelmaschine im Bereich Filmmaking anzuschaffen. Let's go! Wir haben hier einen normalen Griff, damit man die Nebelmaschine hochnehmen kann, weil ich glaube, die wird ziemlich heiß, wenn die in Betrieb ist. Also am Metall sollte man die nicht anfassen. Und hier haben wir auch noch das, was ich eben draufgeschraubt habe. Das ist eine spezielle Halterung, damit wir das Ganze auch an irgendeinem Gewinde befestigen können, zum Beispiel an der Decke oder vielleicht auch an einem bestimmten Stangensystem mit anderen Lichtern oder ähnlichem. Wir haben auch eine Bedienungsanleitung, wenn hinten sogar eine Kurzanleitung draufsteht. Wie praktisch, dass jetzt hier noch gleich mal 5 Liter Smoke Fluid mitgeliefert werden. Das wollen wir doch gleich mal ausprobieren hier. Sogar ganz ohne zu kleckern. Nach einer kurzen Aufwärmzeit wirft die Nebelmaschine bereits eine ganz passable und ordentliche Menge an Nebel aus. Diesen Nebel muss man dann gegebenenfalls noch einmal verteilen, je nachdem, was für eine Stimmung man erzeugen möchte. So wie es jetzt gerade aussieht, kommt das eher wie in einer verrauchten Kneipe vor. Möchte man allerdings eine durch bereits Licht erzeugte Stimmung noch weiter verstärken, muss man den Nebel durch gezieltes Fächern weiter umverteilen. Also für den Indoor-Bereich im Filmmaking ist die Nebelmaschine mehr als ausreichend. Für alle, die jetzt auch denken, so eine Nebelmaschine würde sich bei mir auch sicher ganz gut tun, habe ich natürlich einen Amazon-Link in die Videobeschreibung gepackt. Wenn ihr euch ein Tutorial wünscht, wie man verschiedene Stimmungen mit Nebel und Licht kreieren kann, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, kannst du dem auch natürlich sehr gerne einen Daumen hoch geben und unseren Kanal HotoniTV abonnieren. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten und ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal.